So, hallo zusammen, da ist der Didi von den Master Drunkins. Und das Mikrofon steht nicht recht. Letztes Mal haben wir jemanden aufgehört. Es ist kein Plan, wo ich hin muss. Zählen die Zigeuner schnell. Nein, da komme ich nicht rein. Oh, können wir lauschen? Was ist gar nicht, wenn Sie von den Gefangenen meiner Autorität in Frage stellen? Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Oh. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Jetzt kann ich wieder zurück. Ja, die Kamera hat mich natürlich gefilmt. Kreuzen kann ich nehmen. Sind's? Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Aha, interessant. Aha, wieder gefilmt beim Duschen. Aber eine perverse Säue. Kann ich wenigstens kreuzen? Muss ich machen. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Ist gut. Schwuchtler. Verdammt, abgeschlossen. Ist ja wie Gefängnis. Nur schlimmer. Ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Komm, lass mich die Maschine hocken. Da wieder der krasse Glasbildschirm.
Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Gangster. Swag. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Viel zu viel Glauben, das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein. Jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Ja, hohe Energie. Waffe verloren, Schwert, Waffe verloren, versteckte Klinge. Ja, ja. Fähigkeit verloren, ja. Ja, geil, was kann ich denn jetzt noch? Hoppla, sorry. Ja, das tut mir wahrscheinlich jetzt gerade unten. Was hat ihn wohl gesagt? Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Es sieht aus, als würde er gejagt. Solch ein Narr. Das ist langweilig. Nicht mal eine Waffe, ich kann nicht mal über Raben metzeln. Wohin mag ich wohnen? Los geht's. Ei! Oh. Er ist fast umgegangen. Nein, nicht schon wieder. Ja. Trifft nicht mal das Loch. Aber ich bin auch.
Dort ist es auf die Bank. Jetzt hier. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ich hätte nur etwas gestratzen. Glaubt ihr, dass wir von jemandem verfolgt? Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Kannst du solche Moves, Bitch? Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Seltsam, Männer, wie alle nur an dem vorgesehen. Mann, ich hab Flagge entdeckt. Capture the Flag Style. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Warum würde jemand so eine Flagge? Die Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Muss ich jetzt patchen? Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Aha, wie eine Seitengässli gehen wir in den Blödschen. Ich kann nicht gut aufpatchen. Dann spricht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch.
Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von Ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Vorspule. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Ja, Gott, das mit Blutreue. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Ist gut. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Sie können im Hof trainieren. Gehen wir mal ein Training machen. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Was sogar? Meisters.
Und so eine Schüler sollte ein Mann kämpfen. Ja. Ungläubige! Ungläubige! Leichwort. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Er scheint in Eile zu sein. Ja, das Brisante, das Hurti. Hey, auf die Zeit. Wie kann man es nur so angefangen? Stein. Wie rücksichtslos kann man sein? Überall Stein. Was macht solch ein Narr? Es gibt doch. Also toll kann ich noch nicht. Schade, schade, Schokolade. Wie rücksichtslos kann man sein? Ja, hi! Ich meine, sie schnattet Täter und kann schon klettern. Ist wohl nicht so ganz gewesen. Bei dem Tempo verletzt er noch. Er scheint in Eile zu sein. Ja, ja. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Ja, ein bisschen umschleichen da. Was ist das denn? Weiss oder schwarz? Ich nehme ein dunkles. Ja! Juhu! Oh Gott, das hab ich. Yeah! Oh! Oh shit. Oh. Er wird noch jemand verletzt. Yeah. Ja. Ja, der Pferd ruft ja auch nicht wie. Ah, jetzt sind wir da, hä? Ab in die nächste Stadt. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie deren Sichtkontakt und verstecken Sie sich. Bleiben Sie in Ihrem. Was? Ja! Wovor rennt er? So, Sichtpunkt. Sofa. Pferdle. Ui. Ui, du. Ich gebe ihm. Synchronisieren. Ein Typ da. Das Glück ist eben ein Heuballer. Boah, 1000 Meter müssen wir jetzt latschen. Ja, ja. Ba. Was? Du entkommst mir nicht. Schönen Tag. Keine Zeit zu gehen. Das war nur Opfer.
kaum bist du aus der Stadt aus, wirst du schon angefickt. Oh, da sind noch mehr Opfer. Kommen da her! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Shit, Egel. Du gehörst mir. Tötet ihn! Ey, lang mir nicht immer an, ey, der Job ist frisch. Du wirst nicht gewinnen. Flieh, solange du noch kannst. Ja, hier sind sie dritten. Du rennst auf der Söhne. Bin ich um. Sollten sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, dass... Gott, wissen wir gegen die jetzt wieder. Ja, nein, jetzt habe ich nicht mal mehr Pferd. Ach, da ist eins. Hier rüber. Ach, nur zwei umgefahren. Tötet ihn! Ups! So. Und das ist so ein Punkt. Gehen wir schon schnell rauf gegixen. Komm jetzt, gib mir ein Art-Täterle. Nein, du Mongo-Kind! Jetzt. Komm jetzt. Gib ihm. Schlafen wir heute noch hier. Ja, da sind... Shit. Nein. Zurück. Ah, oh, nicht wählen. Mag mich da nicht um den Kreis drehen, als ich gesehen, ja, da ist die Umgebung tiptop, hey, super, schön. Und wieder runter. Jetzt. Pferdle, komm. Das Land ist noch in der Lasagne. Keine Zeit für euch. Ich muss jetzt einen abstechen. Sollen wir die überfahren? Oh! Das war ein Mehrfachkill. Ja, ja, hoi zusammen. Alles klar. Tip top. Ah, definitiv. Gut. Ah ja. Ah ja, so vergeht das Sinn.
Hallo zusammen. Ach, Versteck ist etwas für Pussis. Ich kann nicht das müssen. Ja, ja. Ah, schau, jetzt sind wir schon fast still. In die Stadt. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. Attentäter. So ein unauffälliges Attentat. Ja. Ja, super schön. Sollen wir direkt gemetzeln? Gar nicht gemacht. Schön gesehen. Oh, Steve, du. Haben sie gar nicht gesehen, sie gehen. Super, eine Stadt, wunderschön. Jetzt lass mich weiterzocken. Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Vorsicht jetzt! Verdammte Rundung! Ich hol mir deinen Karl! Ihr werdet mir nicht entkommen! Oh, Mensch, fort mit dir! Oh, schöner Tag. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ja. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Super gemacht. Turban, ne? Turban. Das sind wahrlich dunkle Tage. Ah, oh, ich muss nur X drücken. Nachher wandern wir da. Ich muss gar nicht mehr drücken. Ich kann jetzt gemütlich laufen. Ich habe noch ein Stückchen Cola. So. Jetzt ist 12, jetzt gibt es den ersten Bär. Dieses Galanda, gebraut aus reinem Bergquellwasser von Galanda. Ich muss mit denen noch laufen. Dann bin ich euer Mann. Ja, ja, tipptopp, schönen Tag. Ja. Ich würde mal meinen, das ist sie. Wir wollen einen guten. Ah ja. Schau, du kannst nächstes Mal wieder, wenn ich da wieder am Attentäter bin. Schön miteinander.